Hallo ihr Lieben, Heiko nochmal hier. Ich war erstaunt, dass einige von euch haben mir jetzt gerade Mails geschickt, das gar nicht wussten über Obama, über seine Historie. Das ist schon erschreckend, muss ich sagen, dass die Medien so einen Einfluss ausüben. Was ich immer sage, was gut wird böse, es ist alles völlig verdreht. Der Mann ist in Erinnerung geblieben als Friedensnobelpreisträger, muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Der Mann, der die meisten Kriege geführt, angeführt hat mit Hunderttausenden von Toten. Als US-Präsident hat einen Friedensnobelpreis bekommen, könnt ihr euch erinnern, was ich seit Wochen immer wieder sage, aus Schwarz wurde Weiß, aus Weiß wurde Schwarz, aus Gut wurde Böse. Es ist völlig und alles völlig verdreht, komplett verdreht. Fakt ist eins, es gibt einen Spruch, der sagt, sag mir, wer dich zum König gemacht hat, ich sage dir, was du für ein König bist. Das gilt natürlich für alle Politmarionetten. Und bei Obama ist es noch schwerwiegender, weil er ist nichts weiter als eine Ziehpuppe, Sprechpuppe von Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski ist der maßgebliche Förderer Obamas und einer der größten Geostrategen hinter der expansiven und aggressiven Politik Amerikas der letzten Jahrzehnte gewesen. Der war Berater von 5 US-Präsidenten und bereits in 19, ich zitiere übrigens gerade ganz frisch aus meinem eigenen Buch, Die 100 Lüge 2, bereits in seinem 1997 erschienenen Buch, Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie und Vorherrschaft, beschreibt er detailliert die politische Taktik gegenüber Russland. Brzezinski gilt neben Henry Kissinger als einer der führenden Köpfe der US-amerikanischen Außenpolitik des 20. Jahrhunderts. So. Und da schreibt er wortwörtlich, zitiere aus seinem Buch, also aus meinem Buch, was letztendlich Zitat seines Buches ist von Brzezinski: Inwieweit die USA ihre globale Vormachtstellung geltend machen können, hängt davon ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den komplexen Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig wird und ob es dort das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht verhindern kann. Ferner schreibt er, Ziel der amerikanischen Politik sei die Verhinderung der Entstehung eines eurasischen Imperiums, das Amerika an der Verwirklichung seiner geostrategischen Ziele hindern könnte. Auf Seite 74 resümiert Brzezinski, ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Und da muss man sich einfach mal auf die Zunge zergehen lassen. Bei den Schreihälsen, die brüllen, Krieg, wir müssen mehr Waffen liefern, was ich immer wieder sage, die wissen nichts. Also sie wollen es nicht wissen, wissen es nicht oder das Vakuum hat sich weiter verbreitet im Gehirn. Also es ist doch viel wichtiger zu wissen, wer hinter diesen Marionetten steckt. Und jetzt stellt euch vor, diese Marionette namens Obama kommt in die Mercedes-Benz-Arena bei uns in Berlin und wurde frenetisch gefeiert wie ein Held, wie ein Superstar, wie Gott, wie ein Messias. Also ein Massenmörder wird gefeiert und die Leute waren bereit, zwischen, glaube ich, 70 bis 2.500 € pro Karte zu zahlen und die Halle war voll. Was soll ich denn dazu noch sagen? Also, hatte ich ja vorhin zitiert, ein guter Freund von mir, der immer sagt, du Heiko, mit diesem Material kann ich nicht arbeiten. Er meint damit einen Großteil des deutschen Volks und kann ich eigentlich nur beipflichten, auch wenn es sich hart formuliert anhört. Aber anders ist es nicht zu erklären. Deswegen habe ich die Beispiele gebracht. Stellt euch einen anderen vor, wenn Trump kommen würde, naja, Straßenbarrikaden, keine Ahnung, vielleicht ein Attentat, Klimakleber würden den Weg versperren, dass der Mann kommt. Der hat nicht einen einzigen Krieg geführt. Hier geht es aber nicht um, der ist gut, der ist böse. Hier geht es einfach mal nur um das Bewusstsein der Leute. Und da brauchen wir uns da bitte nicht wundern, wenn wir im Außen sagen, warum ist denn das so? Wir als Erwachte sagen, warum ist denn das eigentlich so? Na, weil die Masse einfach mal schläft. Weil die Masse, also als ob die den ganzen am Tropf hängt, der Tropf heißt Manipulation. Und interessant ist aber, wenn Leute wie Roger Waters um die Ecke kommen, und ich kann allen nur hier wärmstens empfehlen, am 18. Mai, und ihr werdet mich dort auch treffen, wer möchte, in die gleiche Mercedes-Benz-Arena zu gehen. Und was da abläuft, ist unvorstellbar. Der Mann zeigt ja in seiner Show, könnt ihr gerne bei YouTube sehen, wird eingeblendet die Kriegsverbrechen der US-Präsidenten. Er legt den Finger komplett in die Wunde rein. So. Und der soll aber verhindert werden, dass der Mann überhaupt spielt. So. Als ob ein fast 80-Jähriger, der so schwer reich ist, dem das überhaupt noch wichtig ist, sage ich jetzt mal, irgendwas zu machen. Ihm ist es wichtig, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Also heißt, er könnte was anderes in seiner Freizeit machen, als sich mit den Verbrechern der Welt anzulegen. Aber er wird letztendlich wie ein Verbrecher behandelt. Und deswegen ist es wichtiger denn je, so einen Menschen die Zivilcourage zeigen, zivilen Ungehorsam, dass wir uns diesen Menschen oder dass wir diesen unsere Aufmerksamkeit widmen. Und ich habe geguckt, da sind noch Karten da. Für das Konzert und schlimm genug, dass es noch nicht mal ausverkauft ist, wenn also von Roger Waters, wenn also hier in
Überall war es ausverkauft in Europa, aber hier die Deutschen sind wahrscheinlich schon so ihr Hirn gewaschen, dass sie sagen, nee, das ist ein böser Mann, da gehe ich aber nicht hin. Gut, wollte ich nochmal loswerden. Alles Liebe, alles Gute, schönen Rest auch, euer Heiko.